Ich bin Jasmin Chlödig, bin 20 Jahre alt und bin im vierten Lehrjahr als Schreinerin. Hallo Jasmin, danke vielmals, dass wir zu dir in die Schreinerei kommen dürfen. Erzähl uns doch mal, wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei euch aus? Also man kommt zuerst in die Bude, im Betrieb, und dann schaut man ein bisschen an, was man etwa so macht den ganzen Tag. Je nachdem ist man auf dem Bau oder in der Werkstatt draussen, tut man etwas machen. Was sind so Arbeitszeiten? Es kommt ein bisschen darauf an, wenn man in der Werkstatt ist, fällt man am 7. Jahr. Wenn man auf dem Bau ist, geht es noch ein bisschen früher, aber am 7. ist eigentlich die Zeit, wo man da sein sollte. Und das gewöhnt man sich dann? Also am Anfang ist es natürlich ein bisschen früh, aber mittlerweile ist es dann ja auch. Was sind so Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, wenn man deinen Beruf lernen will? Aufgestellt, ein gutes Vorstellungsvermögen, mit den anderen Mitarbeitern zusammenarbeiten. Muss man dann schon super handwerklich begabt sein, um deinen Beruf zu lernen? Nein, das muss man nicht. Also ein gewisses Handwerksgeschick sollte man haben, aber das lernt man eher alles in diesen 4 Lehrjahren. Das braucht man einfach nicht von Anfang. Wie lange dauert die Lehre? EFZ dauert 4 Jahre. Und wie unterscheiden sich die 4 Jahre dann voneinander? Und ein grosser Unterschied macht es eigentlich nicht so. Am Anfang ist man ein bisschen mehr der Handlanger, so, verputzt ein bisschen mehr. Und dann im zweiten kann man ein bisschen mehr die Maschinen und je nach Bütz und so ein bisschen schwierigere Sachen machen. Was für verschiedene Richtungen kann man einschlagen? Also es gibt Baufeister und dann gibt es Möbel-Innenausbau, der Skibauer oder Wagner. Du bist ja eine waschechte Schreinerin, aber zum Teil hat man das Gefühl, Schreiner ist so ein typischer Männerberuf. Nein, das finde ich nicht. Schreiner ist vielseitig, da kann auch Frauen können auch gut mithalten mit den Männern. Wie empfindest du das Verhältnis Frauen-Männer in deinem Beruf? Hat es genug Frauen? Also mir ist es eigentlich gleich, ob jetzt Mann oder Frau, das ist wirklich keine Rolle. Aber es ist sicher schön, wenn auch die Frauen ein bisschen schreinern. Wir haben jetzt auch in der Berufsschule immer ein paar Berufsschulkollegen, die Schreiner lehren. Das ist sicher schön, ja. Wie sieht es mit dem Schleppen? Muss man fit sein als Schreinerin? Eigentlich nicht. Das kommt dann auch schon. Also man muss viel unter das umtragen, das stimmt schon. Aber das ist nicht so das Problem. Mit der Zeit wird man auch etwas stärker und dann kann man da gut umtragen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Beruf zu lernen? Also wir bei uns daheim haben wir schon viel umgebaut und das hat mich gerne interessiert. Wenn da die Schreiner und ihre Sachen gemacht haben, und dann dachte ich, gehe ich auch mal schnuppern. Schnupperwochen machen und ja, hat mir gefallen. Was gefällt dir an der Arbeit mit Holz? Gefallen tut, dass ich viel mit den Händen arbeiten kann, also nicht nur im Büro hocken und Computer herumtasten. Also es ist ein schönes Gefühl, ein schönes Material, mit diesem Holz zu arbeiten. Was ist bis jetzt das coolste Werk, das du hast machen können? Die Küche, die ich von A bis Z fast selber gemacht habe, an meiner Prüfung, die fand ich recht cool, gefunden, dass ich mit der Hilfe planen und dann produzieren von Anfang an und am Schluss so fertigstellen. Das hat mir am meisten Freude gemacht. Ja. Da ist man sicher ein bisschen stolz am Schluss, oder? Ja, sicher. Ja, wenn man etwas sieht, was man von Hand gemacht hat, bis fertig und dann kommt, gefällt, ist sicher stolz. Ja. Und jetzt zum Schulischen. Wie viele Tage in der Woche hat man Schule? Wir haben eigentlich nur einen Tag in der Woche Schule. Und der Rest? Ist man im Betrieb und arbeitet. Und welche Fächer hat man? Wir haben Fachkunde und Allgemeinbildung. Dort ist Planung und Berufskunde aufgeteilt. Was lernt man in der Holzkunst zum Beispiel? Zum Beispiel, wie das Holz aufgebaut ist, was verschiedene Materialien, was wir alles brauchen. Du kennst auch verschiedene Holzkäfer und so? Ja. Was lernt man in der Allgemeinbildung? Von Versicherungen bis zu den Steuern, eigentlich alles. Ja. Wie wichtig ist mittlerweile der Computer geworden? Die Pläne so zeichnet man auch am Computer. Und tut nicht mehr von Hand. Es geht ein bisschen schneller und effizienter. Und sie auch ein bisschen genauer. Und jetzt bohren und fräsen oder tun ihr auch lackieren und das Holz noch weiter bearbeiten? Das machen wir auch in der Oberflächenbehandlung. Tun wir noch lackieren oder beizen oder malen oder streichen, machen wir auch noch. Das erste, was man zum Schreinerberuf in den Sinn kommt, ist, dass man einen Finger ab hat oder so. Wie sieht es mit der Sicherheit aus in dem Beruf? Gibt es da genaue Regeln, die man befolgen muss?
Das gibt es sicher, ja. Also, wenn man die Finger noch alle dran will, sollte man die befolgen. Das ist sicher so. Aber das lernt man alles in den Kursen, wie man die Zubehörregeln so einhaltet. Und das wird uns alles gezeigt von den Werkstoffleitern oder von den Oberstiften. Das wird, ist eigentlich nicht das Problem. Hast du noch alle 10 Finger? Genau, ja. Tisch oder Stuhl? Tisch. Was ist einfacher zu machen? Tisch. Was machst du lieber? Tisch. Wieso? Ist einfach der Tisch. Bohren oder sagen? Bohren. In welchem bist du schlechter? Sagen. Holz oder Metall? Holz. Was ist an Metall nicht gut? Holz ist das bessere Material. Unzufriedener Kunde oder schlechte Note? Schlechte Note. Wie macht ein unzufriedener Kunde? Wie macht ein zufriedener Kunde? Berufsfachschule oder Schaffen? Schaffen. Warum? Weil ich lieber wäre, wenn der Schule habe. Fichte oder Kiefernholz? Weder noch. Nussbaum. Wieso? Weil es viel schöner ist. Von Hand oder mit der Maschine arbeiten? Von Hand. Wieso? Weil es schöner ist. Was hat man für Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehre? Projektleiter, Produktionsleiter und zum Schluss natürlich noch der Schreinermeister. Würdest du gerne mal eine eigene Schreinerei aufmachen? Das kann ich jetzt noch nicht sagen, sonst weiß ich noch nicht, ob ich das will oder nicht. Aber mal ein bisschen als Schreiner arbeiten und dann sehen wir es dann. Jasmin, wieso sollten junge Menschen Schreinerin oder Schreiner werden? Man kann etwas Handwerkliches arbeiten, man kann gut im Team arbeiten und man kann etwas selber machen. Und wenn der Kunde zufrieden ist, ist man stolz, dass man das geleistet hat. Ist es der beste Beruf der Welt? Für mich schon, ja.